Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Jury, ich möchte mich heute an euch wenden, da der Anlass aktuell und in seiner Bedeutung für die zukünftige Weltpolitik sehr hoch ist. Ich werde in meiner Rede die amerikanischen Präsidentschaftswahlen behandeln. Die amerikanischen Präsidentschaftswahlen vor dem Hintergrund zunehmender Unzufriedenheit, Politikverdrossenheit und somit steigender Protestwahlen weltweit. Denn sehr, sehr lange nicht, weil es so einfach wie heute Politik nicht durch durchdachte Inhalte, sondern durch aggressive Vermarktung an die Wähler zu bringen. Umso wichtiger ist es, dass wir genau verstehen, was um uns herum politisch passiert, um unsere Zukunft mit zu bestimmen. Am 8. November finden diese Wahlen statt, die 58. amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Donald Trump kommt dabei immer mehr als Rampenlicht, als Präsident, als neuer Kandidat der Republikaner. Aber wer ist eigentlich Donald Trump? Trump kommt weder aus der Politszene noch aus dem Süden der USA oder einem großen Bundesstaat, wie die meisten Präsidenten vor ihm. Allein deswegen ist er für viele schon ein Grund zum Wählen, weil er anders ist, weil er nicht dem typischen Präsidentschaftsschema entspricht. Aber was ist eigentlich sein Wahlprogramm? Trump würde das Land mit seiner Wirtschaftspolitik in eine lange Rezession stürzen. Das behaupten selbst einflussreichste Republikaner. Durch seine Außenpolitik würde er Amerika und die ganze Welt unsicherer machen. Er will Atomwaffen im Pazifik, denn seiner Meinung nach sollten Japan und Südkorea auch Atomwaffen besitzen, wenn Nordkorea dies auch darf. Das bedeutet eine komplette Abkehr von 70 Jahren US-amerikanischer Politik, die bisher von Republikanern und von Demokraten gleichermaßen getragen worden ist. Auch will er keine Moslems mehr in seinem Land, denn sie töten alle, die gegen ihre Religion sind. Auch über Mexikaner äußert er sich sehr negativ und ich zitiere: Wenn Mexiko seine Leute rüberschickt, dann schicken sie nicht die Besten. Sie schicken Leute, die viele Probleme haben. Sie bringen Drogen, sie bringen Verbrechen, sie sind Vergewaltiger. Und manche, nehme ich an, sind gute Menschen. Ich werde eine große Mauer an unserer südlichen Grenze bauen und ich werde Mexiko dazu bringen, für diese zu zahlen. Merkt euch meine Worte, so Trump. Außerdem plädiert Trump für Folter sowie das Töten von unschuldiger Kinder und Familienmitglieder von Terroristen. Die Pressefreiheit will er einschränken. Aber ist das nicht genau die Art von Politik und Wut, die bereits andere Nationen sehr geschadet hat, beziehungsweise vor den Abgrund führte? Verteidigungs- und Geopolitik-Experten bezeichnen Trumps Vorstellung als naiv, dumm und ahnungslos. Wie soll man sich eine Welt vorstellen, in der Donald Trump und Wladimir Putin über gemeinsame Interessen kämpfen? Eine beruhigende Vorstellung ist dies sicher nicht, wobei man davon ausgehen kann, dass keiner der beiden einfach nachgeben wird. Und dennoch zeigen die Wähler eine große Begeisterung für die Politneuling. Sie verachten das Establishment, also die etablierten Politiker. Donald Trump ist ein Kandidat des Protests, kein Kandidat der Begeisterung. Die mangelnde Logik in seinen Forderungen, wie zum Beispiel die Forderung nach Steuersenkung bei gleichzeitiger Anhebung der Militärsausgaben, geht in den Emotionen der Wähler unter. Allein die Tatsache, dass Trump nicht zur Politszene gehört, ist für seine Wähler Grund genug, ihn zu wählen. Der Siegeszug des Donald Trump scheint nicht mehr abzuwehren. Wer sind die Menschen, die ihn wählen? Seine Wähler sind meist männlich, mittleren Alters, häufiger weiß als schwarz. Sie haben keinen College-Abschluss und gehören zu den Geringverdienern. Sie haben das Gefühl, dass Washington sie verlassen hat. Sie haben das Gefühl, dass sie von den letzten Politikern immer ignoriert wurden, dass sie keinen Einfluss auf die Politik hatten. Sein Erfolg entschuldigt seine Mittel. Aber was erwarten diese Wähler von ihrem Präsidenten? Mehr als alles andere erwarten sie von ihrem Präsidenten, dass er das Land vor Angriffen schützt, dass er Terroristen jagt und dass er sich im Ausland Respekt verschafft. Aber ist dafür jedes Mittel und jeder Kandidat recht oder spielt die Persönlichkeit Donald Trump eine große Rolle bei diesen Wahlen? Fakt ist, dass wir täglich oder fast täglich in den Nachrichten über Protestwahlen hören. In Deutschland, in Österreich, in Frankreich, in den USA. Sie passieren überall. In Frankreich ist es zum Beispiel die Front National,
die immer mehr an Bedeutung gewinnt, in Deutschland die AfD und auch in Österreich die FPÖ. Die Welt ist zunehmend unruhig geworden. Mächte werden neu verteilt, Großmächte scheinen nicht mehr so einig wie noch vor einigen Jahren. Erneut ist die Welt mit einem Flüchtlingsthema konfrontiert, für das es nur eine Weltlösung gibt. Umso wichtiger scheint es für uns Bürger zu verstehen, was in der Politik vor sich geht und zu wissen, wen wir wählen und gute Vertreter unserer Länder zu wählen, die gemeinsam sinnvolle, intelligente Lösungen finden und diese auch umsetzen. Daher mein Appell an euch sowohl als auch an die Amerikaner, eigentlich an jeden. Glaubt nicht alles, was euch versprochen wird. Hört nie auf, über die Konsequenz der jeweiligen Wahl nachzudenken. Nur so kann es gelingen, den Frieden, der seit mittlerweile über 60 Jahren herrscht, zu bewahren. Und ich möchte abschließend nochmal sagen oder meine Bitte an euch ausrichten, dass ihr folgende Punkte behandelt oder nicht ignoriert. Erstens, wählt nicht aus Protest, wählt aus Überzeugung. Zweitens, wählt nicht einfach anders, wählt kritisch. Und drittens, wählt nicht nur nationale Lösungen, wählt Weltlösungen. Danke.